Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Hallo, ich bin der Carlos aus Wien und möchte gerne eine tolle Frau kennenlernen. Warum heißen Sie Carlos und nicht Carly? Ja, ich bin seit meinem 16. Lebensjahr Julio Iglesias-Fan und habe den auch immer ein bisschen versucht zu imitieren. Und dann haben halt Freunde gesagt, erst Carlos passt doch viel besser zu dir. Und ja, das hat mir dann auch gut gefallen. Aber beim Amt nutzt es mir nichts, weil da muss ich immer noch Karl schreiben. Wo singen Sie wie Julio? Ja, früher habe ich in Bands gesungen und so Gelegenheitsauftritte gemacht. Aber jetzt singe ich nur noch in Karaoke-Clubs. Hand aufs Herz, wären Sie gerne ein großer Sänger geworden? Ja, also das war mein Jugendtraum. Und ich wollte wirklich ein berühmter Sänger werden, überhaupt seit Julio Iglesias. Aber ich glaube, das Talent hat nicht gereicht. Ist oft so mit den Träumen, oder? Im Leben? Ja, genau. Aber Sie sind der Beste in allen Karaoke-Clubs der Welt? Na, vielleicht der Welt nicht, aber da in Wien zähle ich mich schon zu den Besseren. Hey, vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti, que sabes de mí. Hey, sé que a ti te gusta presumir, siendo los amigos que sentí, ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, y a veces que es mejor querer sentir que sé querido no poder sentir lo que siento por ti. Also ich bin nur ein Mann von der alten Schule. Ich halte der Frau gerne die Tür auf oder helfe ihr gern in den Mantel. Ja, und zu Hause tue putzen, kochen, eigentlich kann ich alles. Das heißt, die Frau muss sich nicht fürchten, dass sie hier ständig mit den Putzfetzen herumrennen muss? Nein, das überhaupt nicht. Außerdem, wenn es zu viel wird, nehmen sie halt eine Putzfrau. Ein Reinigungspersonal. Sind Männer mit Glatze sehr attraktiv? Das kann ich auch nicht sagen. Mir hat das nie gefallen. Ich habe lange Zeit darunter gelitten und versucht, einmal wie ausschauen mit einem Toupet, aber das hat schlimm irgendwie ausgesehen und jetzt stehe ich halt dazu. Haben Sie das wirklich probiert? Ja, natürlich habe ich das probiert, aber das war sehr witzig. Also für alle. Ist es runtergefallen? Nein, das war so zum Aufkleben. Aber es war ein bisschen zu hoch und ich habe ausgeschaut wie ein Papagei. Gibt es da Fotos? Ja, gibt es Fotos, aber die zeige ich nicht her. Wie alt sind Sie? 63. Wie alt oder jung soll denn die neue Frau sein, Carlos? Naja, also sie sollte nicht älter sein als ich. Und natürlich hätte ich gern eine Frau, die lange Haare hat, weil das ist seit meiner Kindheit eigentlich eingeprägt. Und das ist für mich das Erotische an der Frau. Aber wichtig ist für mich, sie soll positiv sein, soll ein bisschen sportlich sein, damit sie mich ein bisschen mitreißt. Und ja, weltoffen, interessiert auch an neuen Sachen. Nicht einfach nur, ja, stur dahin leben. Was sind diese neuen Sachen, die Sie meinen? Ja, dass man auch einmal was Neues ausprobiert.
muss nicht gerade jetzt in Richtung Sex sein, aber dass man auch neue Städte besucht und sich das anschaut und dort das, wie essen die Leute, was essen die Leute, was sind die Spezialitäten und diese Sachen. Schöne Momente gemeinsam erleben. Wieso wollen Sie denn beim Sex nichts Neues ausprobieren? Naja, schon, aber nicht halt so ausgefallene Praktiken. Das muss nicht unbedingt sein, aber man kann einmal darüber reden. Das heißt, Sie wollen nicht alle Kamasutra-Stellungen rauf und runter hüpfen? Turnen. Turnen, ja. Ja, das sicher nicht, weil ich glaube, das würde körperlich gar nicht mehr da packen. Macht aber nichts, oder? Nein, das macht gar nichts. Es gibt andere Möglichkeiten. Sabere que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amo, amo, amo. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amo. Amor, nació de Dios para los dos, nació del alma. Was würden Sie mir denn von Ihrer Vergangenheit erzählen? Mit 28 habe ich geheiratet, aber da waren wir beide noch ein bisschen zu jung. Und wir haben uns dann durch mein vieles Arbeiten und wenig zu Hause auseinandergelebt und nach 8 Jahren dann scheiden lassen. Und dann mit 40 habe ich dann in Spanien, in Barcelona, meine große Liebe kennengelernt. Das war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Und daraus hat sich eine sehr schöne Partnerschaft entwickelt, aus der dann meine 2 Kinder, der Nico und die Katharina, entstanden sind. Ja, also wir haben in Wien gelebt, aber das spanische Temperament, das hat halt irgendwie mit mir als Österreicher nicht so harmoniert. Und ja, der Nachfolger war dann ein Spanier. Wie würden Sie diesen Schmerz beschreiben? Wie war das für Sie, wie die Beziehung in die Brüche gegangen ist? Es war schon sehr schmerzhaft, weil sie war für mich meine Traumfrau. Ich hätte mir keine andere vorstellen können. Und ich wäre gerne mit ihr alt geworden. Wie lange haben Sie dann gebraucht, um das zu überwinden? Na, das hat schon einige Jahre gedauert, weil ich bin ja auch keine Maschine, nicht, wo man aus- und einschaltet. Aber jetzt würde ich schon gern wieder mein Herz verschenken.